Hallo, wie geht es euch? Also, so liebe Leute, also, ich habe ja sehr viel Kram hier in der Bude und muss alles ein bisschen weniger werden. So, dann kann ich natürlich ziemlich viel verkaufen, aber einige Dinge sind einfach auch nur Deko und irgendwie nur so. Haben alle Sachen haben natürlich einen gewissen Wert, aber eben lohnt sich nicht, die großartig zu offerieren. Ne? Jetzt fange ich mal an mit einer Sache, vielleicht will ich eine haben von euch. Wer hierher kommt und diese Sachen abholt, ja, der kann sozusagen das auch umsonst haben. Ja, da kostet es gar nichts. Da sind die Sachen wirklich geschenkt und das war's. Also alles, was ich denn so, vielleicht mache ich so eine kleine Kategorie, vielleicht auch nicht, muss ich sehen, wie es überhaupt angenommen wird. Und dann würde ich die Sachen eben entweder verschenken an euch. Und wenn aber keine Resonanz kommt, dann geht das halt an den Trödler hier um die Ecke. Der freut sich immer über Sachen, die ich ihm einfach so gebe. Und deswegen, ja. Also vielleicht aber auch eben an euch Fans. Oder vielleicht hat da jemand Interesse, vielleicht ist hier jemand auch in der Nähe, der das haben möchte, der sich das abholen möchte, dann kostenlos. Sollte ich das versenden müssen oder will das irgendjemand versendet haben, ja, dann müssten wir die Versandkosten, müssten wir dann wenigstens haben. So, und das war. So, ich fange jetzt an, heute dieses Mal, diesen Tag, am heutigen Tage, ist zu verschenken der Pokal. Wer möchte diesen Pokal haben? Eignet sich natürlich auch super für einen Radladen eigentlich, ja. Und dafür hatte ich es auch mal irgendwann irgendwo stehen bei mir. Victoria ist da drauf, die kann man allerdings abmachen hier. Ja, also die klemmt hier nur so da daneben. Das ist so ein bisschen mit so einem Pupskleber, wo das hier ran gemacht. Kommt halt aus dem Pokalladen. Ne? Da kann man natürlich sich den Sockel aussuchen und das Gefäß, ob mit Gravur, ob ohne Gravur. Das ist das Schöne an dem Gefäß, ist ohne Gravur. Also man kann wirklich jetzt, wenn man will, sogar noch einen echt schönen Pokal draus machen, weil. Natursteinsockel, der ist echt schön und echt schwer. Und das hier ist Bronze. Das ist ein Bronzeguss. Also es ist wirklich schön, das ist ein Kunstentwurf. Ja. Und der ist wirklich schön gemacht. Also finde ich gar nicht so übel. Also, ja, mag ich. Ja, sieht so ein bisschen aus wie so, wie so Federschwingen oder so. Ach, passt ja auch zur Victoria hier. Ne? Die hat ja auch so geflügelte. Die geflügelte Victoria. Ja, der Pokal, wie gesagt, ist nicht signiert, nicht beschriftet, nicht zugeeignet. Das Einzige ist hier dieses Klebeschildchen hier unten, das kann man aber immer abmachen, das wisst ihr selber, die sind immer nur geklebt, die Dinger. Kreisverband Süd 1978, also der ist auch schon aus den 70er Jahren. Ist ein schönes Stück, wiegt ungefähr 2,5 Kilo, würde ich mal denken. Ja, durch den Sockel, der ist natürlich sehr schwer und das Bronze hier oben ist sehr schwer, es ist kein einfaches Alu oder Spritzguss, das ist richtig Bronze. Das ist was Feines. Den hier oben kann man abschrauben, den Becher. Da könnte man dann auch sozusagen alles mögliche andere aufschrauben. Also man kann da auch eine Lampe letztlich, also eine Lampenfassung aufschrauben, hat man halt nur hier so ein Kabel außen. Ja, also natürlich jemand, der jetzt kommt, sagt, hier komm, innerhalb der nächsten paar Tage allerdings nur, weil ansonsten nee, das weg, geht jetzt zum Trödler, weil ich will die Sache hier wirklich ein bisschen abspecken. Ich muss ein bisschen abschaffen. Ja, also heute. Vor Weihnachten passt ja, ne? Kleines Geschenk an euch. Wer haben möchte, kommt vorbei, holt sich das ab, wer in der Nähe ist. Oder eben, ich versende das auch, aber dann eben muss gegen Versandkosten, ja, muss das gemacht werden. Gut. Also wer haben möchte, sagt mir Bescheid. Und einigt euch, schlagt euch nicht, klopft euch nicht. Ich weiß ja nicht, wie ich das jetzt festlegen soll, wer das dann bekommt. Also dürft ihr auch nicht sauer sein. Also ich glaube mal, ich sag mal so, der Erste, ja, wie machen wir denn das? Ja, das ist natürlich schwierig, ne? Wie macht man das am besten? Das ist der Erste. Da kann ja jetzt jeder, könnte ja jetzt sagen, der Erste, der mir eine Zahlung sendet, über die Versandkosten oder so, ist ja Blödsinn. Wissen wir ja nicht. Wenn das den abholen will, will das den abholen. Dann muss er ja nicht bezahlen. Ist ja auch Schwachsinn, dann zahlen 10 Leute auf einmal, habe ich riesen Wirrwarr, das auseinanderzuhalten. Okay, ihr schreibt mir einfach, wer es haben will. Und ich muss dann halt im Grunde genommen, und da sagen wir mal den Leuten, die sich innerhalb von einem Tag melden, muss ich auslosen, wer es denn bekommt. Das machen wir so, genau, das ist eine gute Idee. Also wenn ihr euch nicht einig werdet oder so, oder mach mal du, schreibt einfach in die Kommentare, wer es haben will, ja, und wer es dann auch eben, der schreibt dann losig aus. Und dann ist es weg. Machen wir so eine kleine Verlosung vielleicht draus, ja, das ist ja gar nicht schlecht. Ja, dann schreibe ich eben auf, so und so und so und so, euren Namen, die kommen dann in so ein Gefäß und dann zieht vielleicht Anouk oder Lumen oder Skadi, zieht dann einfach in, der diesen wunderschönen Pokal bekommt von euch. Also, gut, das ist
zum ersten Mal, dass ich sowas mache. Keine Ahnung, ich, wie gesagt, ich will mich daran nicht bereichern, um Himmels Willen, ich habe dafür mal was bezahlt. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr ja, hier, oh, der macht ja alle zu Geld. Nee, um Gottes Willen, ist nur das Gegenteil, ist der Fall. Ich muss einfach nur weniger werden, weil ich habe nicht nur diese Wohnung hier voll, ich habe auch unsere Wohnung drüben voll, ich habe auch ein Lager voll, ich habe auch noch, wie gesagt, diese ganzen Fahrradsachen. Da kommen wir vielleicht auch noch irgendwann mal dazu, dass wir uns da drum kümmern. Schreibt einfach in die Kommentare, wenn ihr das Teil haben wollt. Beulen sind nicht drin, das gibt es vielleicht noch zu sagen. Ja, also das Ding ist echt schön. Die kann man, wie gesagt, beliebig ersetzen durch irgendwas anderes, was auch immer man denkt. Oder man fixiert die da vernünftig, obwohl die ein Stück zu groß ist. Also diese Pokalbuden sind ja auch nicht mehr, sind auch nicht so. Das sieht schon geil aus. Ist schon ein schöner Preis, wenn man den gewonnen hat. Also, bis zum nächsten Mal. Mal gucken, was es morgen gibt. Mache ich morgen nochmal so ein Video. Genau, wir machen jetzt jeden Tag vielleicht so ein Video. Zu einer Kleinigkeit, zu verschenken, zu verschenken, schicken. Vor Weihnachten. Also, bis dann.